etc. Ne? Essen brauchen wir sich. Neu müssen wir auch gleich noch mal ein bisschen was holen. Hier dieser Baum, der stört mich irgendwie. Den reiße ich jetzt ab. Den reiße ich jetzt ab. Weil auch hier müssen wir noch einen Zugang bauen. Ne? Dass es alles ein bisschen cooler ist. So langsam bekommt das Ganze hier eine Infrastruktur. Und das ist verdammt gut. So. Das heißt also hier zum Beispiel, ich meine, später kommt hier eh ein Weg hin, können wir anfangen, uns mal Gedanken zu machen, dass wir das hier ein bisschen hübscher machen. So, also jetzt erstmal frei Haus. Das nehmen wir mal weg. Das nehmen wir weg. So, dann machen wir hier so ein Weg hin. Was haben wir gesagt? Das ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, mein Gott. Wenn du hier so einen Weg machen würdest. Hier so ein Dreierweg. Fällt jetzt erstmal nicht groß auf. Würde ich hier so Treppen machen, ne? So vielleicht. Das würde ich so. Erstmal. Na, dann hier auch nochmal Treppen. Also das brauchen wir schon mal 6 Stück. Das hier geht weg. Mit Gelumpe. Hier würde ich tatsächlich auch zumachen erstmal. So, dann würde ich den Weg hier so nach unten irgendwie, so dass man. Oder wenn wir das direkt hier so machen, das würde auch gehen. Dann müsste man. Zeig ich mal her. Da kommen die Stufen hin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann würde ich jetzt sowas hier vielleicht wieder machen. Ich brauche eine Schaufel. Ich brauche wieder eine neue Schaufel. So, das kann schon alles weg hier. Jagen wir gleich den Komposter rein. Hier mache ich übrigens jetzt auch zu. Das ist mir hier zu nervig hier. Nicht, dass man da reinfällt. Du kannst weg. Hier wollten wir auch noch so einen Fluss bauen, ne? So ein Flussbett. Ja, das wird auch noch spannend. Der Fluss, ja. Achso, und ich sehe gerade, wir können hier Melonen mitnehmen. Ich habe gerade eine Axt bei. Ja, wunderbar. Dann können wir da auch ein bisschen was handeln. Oder auch essen oder anbauen oder wie auch immer. Ich ernte das jetzt einfach mal hier ab, so ganz frech. Wieso ist denn da eine Melone? Wieso sind denn da Melonen zwischen? Was geht da denn ab? Hä? Das müsste doch normalerweise. Hä? Alter, was geht hier? Wieso Melone? Da müsste doch normalerweise Kürbis sein, oder? Hier stimmt. Ach, ich sehe den Fehler. Ich sehe. Oh Gott, ich bin ja so doof. Leute, was habe ich hier für Scheiße gebaut? Seht ihr selber, ne? Hier fehlt eine Reihe. Hier fehlt eine Reihe. Guck mal, wo sollen die denn wachsen? Die können doch nicht auf Wasser, die müssen ja hier hin. Ist ja kein Wunder. Oh nee, Alter, ich habe schon wieder Scheiße gebaut und keiner hat es in die Kommentare geschrieben. Keinen ist es aufgefallen. Da sehe ich mal, wie ihr meine Videos guckt. Ansonsten hättet ihr das in die Kommentare reingeschrieben. Mensch, Watergavecrafter, du hast dich völlig verbaut. Guck mal, die Reihe, da fehlt eine Reihe. Leute, hier müssen doch 2 sein. Da fehlt doch eine Reihe. Da fehlt doch eine Reihe. Oh, nice, Leute. Ne, den müssen wir natürlich umändern. Das kann so nicht bleiben. Aber ist ja egal. Machen wir noch. Machen wir alles noch. So, wie sieht es mit dem Acker aus? Wir müssen hier bleiben, weil ihr seht schon selber, der Chunk ist nicht geladen. Also, das heißt, wir müssen jetzt erstmal uns eine Weile hier aufhalten. Aber ist nicht so schlimm. Das können wir machen. Wir wollten ja eh ein bisschen Essen herstellen, ne? Und dann passt das. So, sehr schön. Klappt schon alles. Übrigens, hier nehme ich mir gleich mal ein bisschen Gedaddel mit. Als Deko können wir das auch gut gebrauchen hier. So, das nehme ich mal alles mit. Leise rieselt der Bambus. Schön, und ein bisschen Zuckerrohr nehme ich mir auch noch mal gleich mal mit. Einfach mal so, weil ich es kann. Weil da müssen wir eh noch ein bisschen, ne, ordentlich anpflanzen. Und im Dorf. Ohne Deko hier halt, ne? Guck mal, das sieht gut aus. So, und dann wollten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Knochenmehl mitnehmen. Knochenmehl. Moin.
So, Knochenmehl müsste jetzt hier oben sein. So, ihr seht, das ist jetzt hier automatisiert und deswegen, ich habe einfach mal mir einen Trichter gegönnt. So, dann ballern wir sowas dahin. Und dann brauche ich noch einen Setzling. Das können wir ja. Ne, Stufen brauche ich. Warte mal. Schilder brauche ich jetzt erstmal nicht. Holzgemisch. Können wir das dahin packen? Und ich brauche aber was anderes. Setzlinge, genau. So, und da brauche ich. Wood. Wir haben keine Tropenbaumsetzlinge. Das ist ja mein Ding. Gut, man könnte eine Fichte dahin bauen. Eine Fichte? Akazie will ich nicht hinbauen. Man könnte, gut, ich nehme mal jetzt hier mal sowas hier mit. Mal so einfach mal so drei Stück. Das lasse ich hier. Bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich hätte jetzt wirklich gedacht, wir hätten. Eigenartig. So, haben wir denn noch irgendwie, ich glaube, ein Eimer war ja auch noch hier drin, ne? Ja, genau, den hatte ich ja zum Glück geholt gehabt. Das heißt, wir werden jetzt erstmal uns ums Essen kümmern. Baller ich mal kurz hier rein. Ich lasse die Eimer jetzt nämlich immer hier liegen. So, und dann können wir schön nachlegen, weil dann haben wir hier nämlich neue Steaks im Gepäck. So, da draußen ist jetzt Nacht. Erstmal schlafen gehen. So, nun bin ich halt am Überlegen. Warte mal, ich gucke mal kurz auf die Aufnahme, wie lange wir schon aktiv sind hier. Wir sind jetzt über eine Stunde. Das heißt, wir haben erst drei Folgen. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ich würde ganz gerne, Freunde, also erstmal würde ich ganz gerne dort hinten den Bereich, wo wir mit dem Bone Meal da beschäftigt waren, das würde ich eigentlich ganz gerne. Oder mache ich das später? Freunde, ich glaube, ich mache es später, oder? Nee, ich mache das später. Dann werde ich ja. Oh, guck mal, da sind schön Schaufeln drin. Also, oh, die können wir auch noch anbauen. Cool. Warte mal, dann nehme ich gleich mal mit. Nehmen wir mal vier Stück erstmal. Mülle. Das nehmen wir mit. Das ist die Deko, die nehmen wir mit. Eigentlich können wir. Weißt du was? Wir nehmen das alles mit. Irgendwie so. Nee, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Habe ich irgendwie was Wertvolles? Fackeln brauchen wir noch. Fackeln, Leute. Wir brauchen jede Menge Fackeln. So, dann nehme ich mir erstmal das hier mit. Das. Okay. So, weil ich habe was vor mit euch, Freunde. Gut, Rüstung sieht noch. Hose geht bald kaputt. Die hat nur noch Haltbarkeit 6 von 105. Wollen wir die als Deko aufheben? Komm, die heben wir als Deko auf. Wenn wir uns mal einen Rüstungsständer bauen oder so. Ja, guck mal, ich habe ja schon ein bisschen gesammelt. Dann würde ich die doch wirklich ganz gerne als Deko haben wollen. Und dadurch, dass wir ja jetzt hier ein bisschen Eisen haben, mache ich mir jetzt einfach mal kurz eine Eisenhose. Die gönne ich mir jetzt einfach mal. Können wir die eigentlich verzaubern? Nee, nicht so ganz. Aber kommt alles. Null Problem. So, weil ich habe was vor, Freunde. Ich habe tatsächlich ein bisschen was vor. Und zwar, ich nehme das mal kurz noch weg und packe mal neue da rein. Ein bisschen brauche ich davon auch. Ich werde mal so 18 mitnehmen. Den Rest, den lasse ich hier. Und hier packe ich dann aber nochmal oben rein. Weil dann können die in der Zeit. Ja, nochmal fröhlich hier durchnudeln die 60 Stück. So, weil ich möchte jetzt zu dem Spawner gehen, Freunde. Und den will ich nicht abbauen. Warte mal, ich nehme mal hier Schaufeln mit. Das ist noch wichtig, denke ich. Axt brauche ich nicht und eine Spitzhacke. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Höhlenspinnen, gut, die könnten mich jetzt vergiften. Da könnte ich, glaube ich, Milch trinken. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt Mumpitz. Ich habe ja Essen bei. So, und zwar möchte ich, das ist jetzt die Idee, die ich habe, und ich hoffe, dass das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ein Kompass sollte ich vielleicht mal noch mitnehmen, dass ich weiß, wo ich hin muss, in welche Richtung. Und zwar, ich möchte gerne nach oben mich bauen wollen. Ich würde mich gerne nach oben bauen wollen, also nach oben stacken im Prinzip. Weil, ein Zugang zu der Falle. Wir müssen ja dann eine Falle bauen,
und dass wir dann auch unsere XP-Level hochleveln können. Das ist nämlich der nächste Step. Also wenn wir die Bibliothekare haben, wo wir dann halt unsere Bücher haben, wo wir immer wieder kaufen können, will ich ja Reparatur raufbringen. Und das ist natürlich wichtig, Reparatur. Und da müssen wir, da kommen wir gar nicht drum rum. Da müssen wir uns was einfallen lassen. So, jetzt bin ich gerade überlegen, wo waren das? Das war da hinten, glaube ich, ne, die Mine. Ich glaube, die Mine war da hinten. Hatten wir ja ausgeleuchtet gehabt. Und da hatten wir ja einen Höhlenspind-Spawner gesichtet, ne? So, das ging einmal hier hoch, dann ging das hier runter. Und dann war das, glaube ich, da ganz hinten irgendwo. Ich habe jetzt nämlich null Ahnung, in welche Richtung das ist, ob das im Wasser ist oder so oder Ozean. Ich habe keine Ahnung. Also das heißt, wir müssen uns da wirklich überraschen lassen. Aber wir versuchen das mal hinzubekommen, möglichst, wenn wir das mal nicht sterben. So, in der Mine sind wir schon mal. So, hier ging es anscheinend lang. Okay. Und jetzt weiß ich schon nicht mehr weiter. Also da anscheinend nicht. Gehe ich mal hier lang. War das hier? Okay, hier waren wir anscheinend. Doch, hier waren wir auch schon. Ich habe keine Ahnung, Freunde, wir machen das jetzt einfach. Mal gucken, wo wir rauskommen. Also hier schon mal eine fette Sackgasse. Die bringt uns erstmal nirgendwo hin. Das ist jetzt spannend. Ja, dann grabe ich mich so quasi nach oben, ne? Und wenn ich mich nach oben grabe, dann weiß ich ja, wo ich rauskomme. Ich habe ja jetzt den Kompass mit. Und das ist dann unser offizieller Zugang. Da werden wir einen Wasseraufzug bauen. Und schwuppdiwupps sind wir dann an unserer Falle, ne? Das wollte ich heute unbedingt noch mit euch zusammen machen. Also diesen Weg zumindest. So, dann haben wir hier noch, wo wir lang gehen können. Wo geht's hier hin? Da waren wir doch eben, oder? Hä, hier waren wir doch eben. Ich erinnere mich, wie sind wir jetzt im Kreis gelaufen oder tatsächlich. Nee. Hier geht's weiter. Doch, wir sind im Kreis gelaufen. Freunde, wir sind im Kreis gelaufen. Ja, wieso habe ich das denn nicht zugemacht? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist das wirklich der gleiche Weg? Ich glaube, das ist der gleiche Weg, ne? Wir müssen es nochmal besch. Ja, das könnte der gleiche Weg sein. Warte mal, hier ist der Kies. Kies, also eigentlich könnte ich hier zumachen, ne? Also wir sind ja diesen Weg hier rein. Was ist das da noch? Okay, hier geht's woanders hin. Ah, hier war das gewesen. Genau. So, jetzt müssen wir ein bisschen. Genau, hier ist die Kiste. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil hier ist natürlich jetzt richtig krass gefahren. Weil das ist so dunkel hier drin. So, und das heißt, ich werde. Wie machen wir das am besten? Also ich denke, wir werden erstmal da hinten hängen sie schon ab. Gucken, wie ich am besten da hinkomme. Ich glaube, der Spawner. Da ist ein Creeper. Oh, Freunde, das wird wieder spannend hier. Ich hangel mich mal hier so lang. War das hier in diesem Stollen? Na geil, das ist eine Sackgasse. Na, ist ja toll. Nee, der Stollen ist es nicht. Der ist eine Sackgasse. Der führt da oben noch irgendwo hin. Vielleicht kann ich das aber abkürzen, hier oben. Oh, cool, hier ist Wasser. Oh, Leuchttintenfische. Puh. Oh, Gesundheit. Ich sag dir, ich krieg eine Erkältung, Freunde. Ich war nämlich wieder auf dem Campingplatz und das kann durchaus möglich sein. Boah, krass hier voll die Leuchtfische. Und es kann durch. Ich hab sie schon gesehen. Ich hab sie schon gesehen, Freunde. Nein! Sind das Höhlenspinnen oder sind das normale? Erstmal einen Rückzug. So dass ich hier irgendwo in Sicherheit bin. Sind das Höhlenspinnen? Die blubbern so komisch. Warum blubbern die so? Boah, Alter. Okay, die habe ich erwischt. Gutes Schwert anscheinend. So, ich werde jetzt mal den Weg hier einfach mal gerade. Ist das hier der Weg, wo wir überhaupt hergekommen sind? Wo sind wir denn hergekommen? Ne, hier sind wir hergekommen, ne? Ich muss. Genau, ich muss jetzt mal irgendwie so. Wie kann ich denn das machen, dass ich das hier so. So irgendwie weiß. Schwierig, ne? Weil so uneben ist es.
das Gelände. Ich müsste mich mal irgendwie so orientieren können. An den Säulen hier vielleicht? Was ist denn da in der Richtung? Was ist, wenn ich da lang gehe? Da sind auch Fackeln. Ich gehe mal vorsichtig so in die Richtung. Aha. Okay, hier sieht es schon mal richtig krass aus. Ich glaube, hier ist es. Ja. Wenn wir von oben sind, ist mir das dann alles Mumpitz. Alter, das ist hier so dermaßen groß. Ich habe jetzt schon gleich keine Fackeln mehr, ey. Da hinten ist die Lava. Aber hier war ein Spawner. Ich bin sowas von sicher, dass hier ein Spawner war. Dir mal diese riesige Höhle an, ey. Da krass. Wir sind getroffen worden von irgendwas. Renn dem bloß nicht in die Arme, ey. Da unten geht's auch irgendwo tief rein. Alter. Aber das ist alles nicht spawnermäßig, ne? Da ist Kohle. Kohle, muss ich ganz ehrlich sagen, würde mir jetzt mal richtig so zu richtig gut tun. Deswegen, ich baue mir mal ganz schnell Kohle ab. Wo waren die? Hier ist ganz viel Kohle. Naja, ganz viel. Einfach mal so, um neue Fackeln zu machen. Ich versuche auch immer ein bisschen in, ja, ich versuche auch ein bisschen in Bewegung zu bleiben, so dass ich hier den Zombies ausweichen kann. Ja, jetzt habe ich mich zum Beispiel schon total verfranst, ne? Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hier bin. Also hier weiß, kann ich mich dran erinnern, an diesen. Da ist der Spawner, perfekt. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, in welcher Richtung. So, 29, da ist ein Creeper. Da ist Lava, Creeper, Spawner, alles Sachen, die gar nicht gut sind. Die Lava lasse ich aber trotzdem, weil. So, ich habe ich. Okay. Also das sieht ja schon mal ganz gut aus hier. Ich gehe mal in die Richtung. Und wir müssen das eh irgendwie. Also hier ist blöd, weil der ist direkt unter mir, ne? Boah, Alter, krass. Da kommt der Creeper. Ich mache erstmal den Creeper platt. Komm mal her, Creeper. Mach das mal kaputt hier. Ich brauche Erde. Mach kaputt. Mach kaputt. Dankeschön. Sehr nett. So, hier haben wir erstmal unsere Ruhe. Und hier würde ich gerne so einen Raum haben wollen. Schöne Höhlenspin hier. Wow, ist das aufregend. Aufregend, aufregend. Da kommt erstmal ein Zombie angewackelt. Nee, wir werden das so machen, Freunde. Wir werden den Zugang tatsächlich so bauen, dass wir möglichst nah hier dran sind. Also das heißt, die Idee, hier so einen Raum zu bauen, vielleicht sogar hier oben, hier so reinzugehen, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, also würde ich doch mal so sagen. Dann haben wir hier so einen Bereich, vielleicht sogar hier oder hier hinten so, hier so vielleicht. Ich glaube, hier ist super. Freunde, hier ist perfekt. Dann haben wir genug Platz. Und den Rest unten den Designern da dann. Also wir werden jetzt hier einen Zugang bauen. Also, los geht's. Ich hoffe, dass da keine Lava ist. So, einfach mal so nach oben bauen hier. So, dann machen wir hier mal Folgendes.